Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch das neue Lego Star Wars Magazin mitgebracht, die Oktoberausgabe. Und wir schauen einmal ganz kurz rein. Also es gibt da immer ein Extra, das habt ihr vorne schon gesehen, das werden wir gleich aufbauen. Dann gibt es ein paar nette Comics. Es gibt immer ein Poster oder manchmal auch zwei. Hier zum Beispiel mit, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Hier kann man das Heft dann abonnieren. Und hier haben wir die Bauanleitung, die wir fürs Extra brauchen. Und hinten sind dann noch nochmal ein paar Comics und was es im nächsten Heft gibt. Und mit ein paar Rätsel ist eigentlich alles ganz nett, aber für mich als dann doch schon eher Erwachsenen ist natürlich nur das Extra interessant. Die R2-D2 Karte hier, die limitierte, die ist natürlich auch dabei, die ist auch cool. Die mache ich jetzt allerdings nicht ab. Und ich würde sagen, ohne weiter zu schnacken, starten wir direkt in die Timelapse. Ja, und das ist dann das fertige Modell. Ich muss sagen, es gefällt mir persönlich nicht besonders gut. Es sieht zwar nett aus, aber gerade hier, wo die Steine gespart wurden, hinten, ist es nicht besonders stabil. Und ich denke, wenn Kinder damit spielen, dann bricht auch ziemlich schnell was ab. Also das gefällt mir nicht ganz so gut. Genau, so viel dazu. Das war es dann eigentlich auch schon von diesem Video. Können wir uns noch kurz angucken. Im nächsten Video wird es einen First Order TIE Fighter geben. Da könnt ihr euch drauf freuen. Bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen. Und ciao.